Und damit moin moin und wieder zurück zu Mankind Divided. Immer noch auf der Suche nach der Nebenquest hier. Ich gucke mich jetzt einfach nochmal ganz genau um, weil hier sind wir rausgekommen, da war eigentlich nicht viel. Es sei denn, das wäre hier die Tür relativ weit hinten, aber... Was zum... Was ist das denn? Ich habe jetzt nur drauf geklickt, weil da Untersuchen stand, aber... Das ist sie jetzt aber nicht, oder? Die Störung. Alter, habe ich mich gerade volle Kanne erschreckt. Ich wollte jetzt eigentlich... Jemand hat mich über ein Schaltfeld kontaktiert. Dieser jemand kannte meinen Namen und hat mir einen Treffpunkt nicht weit von hier genannt. Was zum... Schieß mich tot. Ist das denn? Okay, ich muss hier wieder raus. Alter! Alter! Ist das... Ich glaube aber nicht, dass das diese Nebenquest ist, weil die ist ja in dem Sinne nicht im Kommentar hieß es, die ist versteckt. Von daher denke ich, ist das vielleicht nochmal was anderes, weil die ist ja nicht versteckt, aber ich habe es jetzt auch nur durch Zufall irgendwie getriggert, muss ich sagen. Also vielleicht ist es was doch. Boah! Das war zeitweise, wenn das Plakat jetzt weg war, hat man Bilder gesehen, einmal von dieser Gestalt und einmal von diesem Komplex. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Es liegt mir auf der Zunge, aber er fällt mir nicht mehr ein. Dieser Komplex am Schluss von Human Revolution, wo man hingereist ist. Dieser Komplex, den sie da im Meer aufgebaut haben. Den man dann in die Luft gejagt hat. Der wurde hier angezeigt. Warum? Und es ist natürlich jemand, der unseren Namen kennt. Das noch dazu. Hä? Jetzt geht das hier hin? Ah, weil ich hier da hier raus kann. Und dann weiter zum... Oh, Mann, ey. Ist es das? Ich bin so unsicher gerade. Ich wünsche mir hier vor allem auch eine schnellere Maus. Bei der anderen Maus hatte ich nebenan der Maus Tasten und konnte dann immer zum Hacking die Maus ein bisschen schneller stellen. Das geht jetzt hier natürlich nicht, aber... Der atmet aber sehr laut. Was? Nein, 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 nein. Alles, alles. Oh, shit. Ah, jetzt haben wir... Nee, wie doof ist das denn? Jetzt haben wir natürlich Sperrzone betreten. Das hätten wir vielleicht unsichtbar machen sollen. So eine Kacke jetzt, wo das mit dem Hacking mal lief, ne? Ist natürlich auch die Frage, ob ich vielleicht außenrum hier reinkomme. Das ist ein Einzelraum. Ja gut, klar, der ist hier vorne. Guckt auch her. Das war wahrscheinlich nicht, weil ich den Raum betreten habe, sondern der hat das Hacking beobachtet, oder? Ah, wobei das, was er sieht, hört hier, glaube ich, auf. Aber da war noch eine Tür, auch wenn ich nicht glaube, dass ich... Ja, da habe ich mich schon überall... Da war auch irgendwo, glaube ich... Nee, da ist kein Lüftungsschacht. Ja, gut, da kann ich mich nicht reinhacken. Der dreht sich hier um. Das können wir uns mal geschwind abschminken. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich mich unsichtbar machen kann und dann da reinlaufe einfach. Ich probiere es nochmal. Wahrscheinlich haben wir jetzt voll Glück direkt beim ersten.
Warum kann ich nicht einfach meine Fresse halten? Na? Was? Ich habe eine Nuke benutzt hier. Access granted. Ich habe wohl keine Nuke benutzt. Okay. Okay. Damit ist noch nichts passiert. I see, I see. Wenn ich jetzt... Okay, das geht schon. Ich speichere das aber mal woanders. Einfach, weil ich es kann. Bin mir nämlich immer noch nicht sicher, ob das, was wir jetzt getriggert haben, die Nebenquest ist. Das kann gut sein. Verlassen der Sperrzone. Ja, okay, die Fähigkeit haben wir uns zwischendurch mal geholt. Oh, sieht aber nicht geil aus. Kann ich da hingucken? Ich sehe aber nicht wirklich viel. Ist ja schon geil, wie abgefuckt das hier wieder alles ist. Sau gut. Ich kann mir aber auch wiederum nicht vorstellen, dass das hier... Ja, da kommen wir nicht durch. Ich fürchte fast, wir müssten da außen rum. Warum nutze ich immer die rechte Maustaste statt die linke? Und wundere mich dann. Wir haben auch hier den großen, den ich werfen könnte. Ich lege den mal ab, warte mal. Da könnten wir nämlich drehen. Da könnten wir uns nämlich, Wirf ihn einfach. Alles gut. Warum komme ich da nicht hoch? Ach, wegen der Decke. Oh Mann. Grr, ich komme wegen der Decke hier nicht hoch. Aber so geht's. Geduckt geht's. Ist schon hässlich. Ja, da habe ich nicht realisiert beim ersten Mal, dass ich mir den Kopf an die Decke anstoß. Es ist aber eine ganze Weile jetzt, ne? Es, ja, nein. Adam. Du Honk. Jetzt hat er die... Das läuft so nicht. Ja, ich will da noch mal rein. Also ich weiß jetzt nicht, ob eins von den beiden das ist, was angesprochen ist, aber ich will mir jetzt beides angucken. Ich mag sowas nämlich nicht, wenn ich weiß, dass irgendwo eine Klappe ist, die irgendwo hinführt und dann ist da auch noch irgendwas, natürlich. Und so fies mit Elektrozeug abgesichert. Das triggert irgendwas bei mir, da bin ich da nicht so knicklicht. Wie ein kleines Knicklicht. So ungefähr stelle ich mir das vor. Macht jetzt nichts, es wird halt wieder so eine Entdeckungs-, Erkundungs-, was auch immer Folge, aber ich muss ehrlich sagen, das macht mir dann nichts. Ich mag sowas eigentlich recht gern. Zumal ich mir halt einfach immer denke, ich werde so nicht, nur weil ich jetzt irgendwie das Aufnehmen anders spielen, als ich so spielen würde. Nein! Warum? Ja. Das ist jetzt kacke. So wollte ich den nicht dahin werfen. So ungefähr wollte ich das machen. Das ist so semi-geil alles irgendwie. Damit könnten wir uns was gebaut haben. Ich bin mir nicht sicher.
Ja. Ja, Adam, einfach ja. Ich leg mir da noch mal einen an. Da drüben, ja klar, da drüben kann ich es abschalten, aber... ist ein bisschen zu weit. Nein! Boah, okay, das war jetzt nicht clever, es war auch nicht gut, aber wir sind durchgekommen. Broken Body. Okay. Ich finde das aber geil, dass es hier so viel Untergrund gibt. Also in Human Revolution war gar nicht so viel. In Hengsha gab es ein bisschen Untergrund. In Detroit hatte man natürlich auch... Tür habe ich gesehen. Hatte man natürlich auch ein paar Gullis, wo man rein konnte und so. Aber jetzt, dass sich da wirklich im Untergrund so viel abspielt wie hier, habe ich jetzt im direkten Vergleich nicht das Gefühl gehabt. Kann man also nur begrüßen... Lecker, der Müll von vor 3 Wochen. Ganz schön viel Pilsen, ne? Irgendjemand wohnt hier. Ja, geil. Geht's so. Oh Mann. Gut, dann ist hier aber nichts mehr. Ah, und die Tür ist ein... Tür ist ein Einzelraum. Ja gut, okay. Aber schauen wir mal, was uns das bringt. Natürlich Stufe 5. Oh, ich hasse es. Ich bin einfach nicht gut im Hacking. Ich versuch's. Wir haben nur noch einen Datenscan. Es bringt mir jetzt aber nichts, wenn ich den Stealth hier benutze, ne? Eigentlich wollte ich den Stealth benutzen, aber das will nicht. Habe ich jetzt außersehen noch enthüllt? Ich bin ein Honk. Na egal. Wir haben zwischengespeichert. Ich denke mal sowieso, dass wir das hier nochmal machen müssen vielleicht. Das ist eine 30er, die machen wir zuerst. Stärken. Access granted. Ich sollte auch manchmal einfach mehr Vertrauen haben, aber... Ja klar, Inventar voll. Vielleicht könnte ich damit mal den Upgrade-Scheiß machen. Das ist just saying. Aber ich kann so schwer irgendwas... Nanoklingen-Munition. Ich kann so schwer Dinge wegschmeißen. Ob ich so viel je brauche, aber ich habe die halt alle zusammengebaut. Das sind meine Babys. Kacke. Lasersicht, Holosight. Wahrscheinlich werden wir eh eins davon. Ich leg das mal ab. Nehme jetzt das Gewehr. Aber ich werde es wahrscheinlich eh nicht lang genug behalten. Wobei... Da haben wir ja eigentlich auch wieder Platz gewonnen damit. Von daher... Ah, nee, das sind die Betäubungspfeile. Hier ist mein Holo. Ja, fast gedacht, dass man das dann auch kombinieren kann. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Ich behalte mir das Standardgewehr einfach mal. Weapon Store. Oh, Schrotze brauche ich eigentlich keine. Ja gut, okay, haben wir ein bisschen... Boah, so viel Waffenkram. Aber ich kann halt so viel jetzt auch wieder nicht einpacken zum Verkaufen. Minenmatrix vielleicht noch eine mitnehmen. Und da hat wieder jemand bei Ricardis bestellt. Ja, scheiße, aber ich glaube, das war's soweit hier. Ist zwar nett und so, aber ich sehe nicht,
dass mich das irgendwo hinbringt. Gut, aber netter Raum. Netter Raum. Ich kann hier auch keine Kisten bewegen. Okay. Damit hat sich das hier, glaube ich, die Spur verläuft sich. Aber war eine geile Sache. Also einfach, dass man da jetzt nochmal so ein bisschen was zu entdecken hatte. Wieso nicht? Ich denke mir dann wirklich... Bietet sich an hier, ja. Bietet sich an, den Weg hier rauszunehmen. Also ich könnte jetzt, glaube ich, auch einfach runtertroppen, aber Wayne. Muss ich ja eigentlich auch. Ich glaube, dann gehe ich der Sache mal nach, oder? Warte mal. Stick to the rear compartments, Aug. Ja, ach was, wir gehen durch, wo wir durch können. Aber ich gucke mich jetzt hier draußen auch noch mal ganz klein bisschen. Warte mal auf der Karte. Das führt mich schon... Hä? Das führt mich auch zum... Nee, das ist hier gar nicht. Warte mal. Doch, das haben wir. Oh, da war ja auch noch was. Ota. Ja. Das war auch mit dem Red Queen. Schüssen in der Nähe des Chicken Food. Ah ja, da ist noch einiges. Da ist noch einiges. Aber da müsste doch eigentlich der Marker jetzt... Ah ja, jetzt wird es mir angezeigt, okay. Das funktioniert nicht ganz so richtig, muss ich gestehen. Ich weiß nicht warum, jetzt gerade. Jetzt gerade habe ich es angezeigt bekommen. Klick aber ganz normal weiter drauf. Jetzt was wieder. Vince Blacks Auto Informanten treffen. Ist das ein bisschen versetzt mit der Hitbox von den Dingern? Also ich habe da ein bisschen wirklich Probleme damit, mir die Dinger anzeigen zu lassen. Eben hat es ja funktioniert gehabt. Jetzt. Jetzt geht's, okay. Nachbarschaftswache, das war das. Schusswechsel war hier. Störung ist hier. Okay. Und zwar bei Collars Time Machine an der Ecke. Oh, okay. Ja, und da ist die Hauptmission. Ich fürchte dann fast, dass das die Nebenquest ist. Weil da waren wir überall. Und es war irgendwo in der Nähe vom Eingang eben. Wer hat wieder die Hände bei wem? Sieht auch übelst geil aus hier, muss ich sagen. Gefällt mir total gut. Da hängt einer drin ab. Da hängen Leute drin ab, aber es ist zu. Das ist aber auch irgendwie komisch. Ich finde das seltsam. Ich finde das komplett seltsam. Warum haben die hier zu?
Warum wollen die Leute ihre Ruhe haben? Es geht ja mal gar nicht. Jetzt treffe ich wieder nichts. Ich weiß nicht warum. Sag mal. Ich hasse das, wenn das irgendwie nicht funzt. Hat keiner gemerkt, ne? You are still deciding. Come back later. Ihr habt einfach nur so zu, willst du mir erzählen? Ach komm. Aber wir waren hier auch schon drin. Paying customers only. Paying customers only. Ach komm. So many things to see and to do. I expected more. Ja, okay, stimmt. Ich erinnere mich, hier waren wir schon. Ach, schade. Ja, okay. Dann ist das auch nichts. Dann habe ich mir nur so einen Kopf gemacht gerade. Was haben die auch einfach ihre Tür zu einer unmenschlichen Uhrzeit, wo eigentlich keiner mehr anklopft? Was fällt denen ein? Ja gut, aber so wie sich das jetzt auch liest vom Kommentar her, glaube ich, haben wir es auch eigentlich schon damit. Ich will zumindest hier einmal gucken. Oh, die 5 ist natürlich fies. Warum muss es die 5 sein, ey? Und die gehen so langsam, weißt du? Haben wir halt eine Nuke benutzt, ist mir ehrlich gesagt egal. Für nichts? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist weird. Das ist komplett weird. Das ist komplett weird. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das, wie gesagt, das ist. Ich gucke hier mal noch und dann gehen wir einfach noch dahin, wo wir hingehen sollen. Ich bin... Ja, bei denen hier weiß... Also ich glaube, die da sind einfach wirklich in beide Richtungen, wo keine... Ich kann jetzt hier unten rum. Aber so sieht es halt aus, auf jeden Fall. Die Richtung, wenn ich jetzt von ganz unten links rumgehe, komme ich auf jeden Fall beim Grünen an. So rum, ich weiß nicht, ob das wirklich in beide Richtungen geht, sollte aber. Aber 0% ist 0%. Von daher... Ah, ich hasse sowas. Ja, komm. Sollte eigentlich machbar sein. Ja. Gucken wir nochmal kurz hier rein. Maschinenteile. Kegeln, wenn ich irgendwann vorhabe, wieder Kegeln zu spielen. Nice. PDA. Mr. Crown. Warschau. Die Lieferung von Kosinski kommt am frühen Morgen rein. Also sieh zu, dass Blue die richtige Kiste mitnimmt. Und noch etwas. Igor und die Jungs holen die Ware erst am Wochenende ab, also stell keine Fragen. Kassier den doppelten Anteil und bring ihn zur Bar, sobald du in Prag bist. Den Rest kannst du wie üblich am Freitag abliefern. Der Code für das Tastenfeld wird erst am Montag geändert. Er ist immer noch 0610. Alles weitere erkläre ich dir, wenn wir uns sehen. Bring ihn zur Bar. Okay. Das scheint es aber zu sein. Nee.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht einfach mal der Spur noch fix nach, die wir haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt noch was anderes gemeint war, aber... Great. Zumindest haben wir uns hier nochmal ganz gut umgeguckt. Da könnte man auch nochmal rein, aber das wirkt auf mich jetzt auch nicht wie versteckt und Zufall. Und ich denke auch, es ist zu weit weg, um zu sein, was ich denke, dass es ist. Ist aber auch einfach geil, hier bei Nacht durchzugehen. Ja, da ist es mit dem toten Briefkasten. Ist die Frage, ob wir das noch uns angucken wollen, wenn wir jetzt eh da sind. Ja, da ist das PDA. Nebenmission. Jetzt muss ich hier gucken, ne? Ja, das ist es. Anonet Hackernet über Viktor Marchenko. Oder an Viktor? Folgendes wissen wir. Geboren 1991 in der Nähe von Saporizhia, Ukraine. Eltern waren in der Ukraine. Eltern waren ungebildete Eisenbahnarbeiter. Ging nach 10 Jahren von der Schule ab, 2 Jahre Ablauf, vor Ablauf der Schulpflicht, um als Schichtarbeiter nach Schiefergasvorkommen der Ostukraine zu bohren. Erstmals 2011 auffällig, als sein Team nach der Arbeit an Mariupol von einer Gruppe von pro-russischer Separatisten attackiert wurde. Dabei wurde er schwer verletzt und landete im Krankenhaus. Möglicherweise wurde er damals augmentiert, allerdings wird die Aktenlage hier dünn. Tatsächlich fehlen uns 12 Jahre und wir haben keine Informationen, wann und wo genau er augmentiert wurde. 2013 taucht er kurz wieder auf, dieses Mal mit Frau und Kind. Alisha Maratovna und Raisa Viktorishna, keine Ahnung. Mann ey. Allerdings in Belgorod. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ein pro-ukrainischer Nationalist in Russland macht nur Sinn, wenn er all die Jahre für irgendwelche Energieunternehmen gearbeitet hätte. Nach 2015 wollten alle ein Stück vom Kuchen, aber dann wäre er irgendwo in Sibirien gelandet, nämlich in Belgorod. Belgorod liegt an der ukrainischen Grenze, da gibt's kein Öl, nur eine lange Besatzungsgeschichte. In 2016 haben die frisch gebackenen russischen föderierten Staaten ausgerechnet hier die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung von Bell Tower Associates ein für alle Mal zerschlagen lassen. Warum setzt er dort ein Kind in die Welt? Diese Frage beschäftigt uns noch. Außerdem wüssten wir gerne, was aus der Frau und dem Kind geworden ist. Als er im letzten Jahr in den Utulek-Komplex emigrierte, waren sie nämlich nicht bei ihm. Okay. Alles okay? Die hat irgendwie leichte Panik und ist ja ziemlich blutig. Ja, das haben wir uns angeguckt. Ja, danke. Danke, dass es auch mal aufgeht. Ich sitze schon wieder diesen Bulli in meinem Stuhl. Das ist nicht gut. Ich müsste jetzt eigentlich zurück zur Time Machine. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, Praha, ne, da muss ich irgendwie nach. Ja, U-Bahn, aber ich weiß nicht mehr welcher Bahnhof. Wahrscheinlich irgendwie Praha Dingens oder so. Was steht hier? Ah, Pratske Metro, okay. Here, enjoy. Immer derselbe Scheiß, ja. Viel Spaß. ID check BH847. I see. Thanks. You must think you're something special, eh?
Sag mal, dieses ganze Mobbing hier, das geht einem so auf den Geist. Aber das soll ja eigentlich auch so die Wirkung sein, die man eben bekommt. Ben, did you hear Lazarus' latest? Naja, gut. Also ich würde sagen, dann gehen wir dem Punkt mal noch kurz nach. Da will ich, ne? Karpovka, Kasna, wahrscheinlich. Ja, da wird's auch angezeigt. Gut, dann gucken wir da zumindest mal noch nach der Nebenquest, wenn sie's denn ist. Ich find's aber gerade ziemlich spannend, dass ich mir da einfach so unsicher bin, weil das schürt so ein bisschen die Spannung jetzt beim Nachgehen und Gucken. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es noch irgendwo anders war, weil, wie gesagt, so versteckt hat es jetzt nicht gewirkt, aber kann ja durchaus auch so gemeint gewesen sein. Und es gibt ja noch einiges, eigentlich überall in jedem Viertel, was wir uns noch nicht genau angeguckt haben. Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich hoffe mal auch, dass ich mich überall noch ein bisschen umgucken kann, bevor es zu spät ist. Weil in Human Revolution zum Beispiel gab es dann irgendwann in Hengsha einen Moment, der das ein bisschen mit der Map umgestellt hat. Nämlich, dass man dann sich da nicht mehr frei bewegen konnte, sondern alles irgendwie mit Wachen voll war. Und das hat es dann da natürlich schwierig gemacht, überall hinzukommen. Ich bin also mal gespannt. Vielleicht blüht uns hier sowas Ähnliches, ich weiß es nicht. Ich steck euch die Papiere gleich in den Bobbes. Alter. Dulli, ey. Ich möchte ihn eigentlich mit seinem Helm gegen die nächste Wand knallen. Ich mach's jetzt nur nicht, weil ich lieb bin. Okay, und irgendwo. Irgendwo bei Collar's Time Machine war das. Da gehen auch wieder Dinge ab. Ich merke das schon. Hier vorne ist das. Ja. Und dann hier lang. Hä? Fuck. Ist das ekelhaft. Hä? Ha, more downstairs. Go downstairs. Ja, ich hab das jetzt schon. Oh, und da ist wieder die Ich mag nicht, was hier passiert, aber irgendwie habe ich auch voll Bock, das zu. Okay, es ist nur die Uhr. Es ist nur die Uhr, die diese Geräusche macht. Es ist alles gut. Das ist nämlich, glaube ich, eigentlich der Laden, in den ich rein wollte, ne? Was ich nicht gemacht habe wegen dem Ding. Das ist das, wo ich die ganze Zeit von hab noch im Hinterkopf. Oh Mann. Scheißen Dreck. Ich will es jetzt noch wissen. Es wird jetzt ein bisschen länger, aber ich. Es ist natürlich niemand da. Es sind PCs da, die man hacken kann. Die gehackt sind. Was zum Teufel? Was zum Teufel geht hier vor? Scheiße. Wow! Helle?
diesen Ort gesichert, aber es reicht nicht, ist hier jemand gefolgt. Die erinnert mich an eine von denen, wie sie aussieht gerade, die in dieser Maschine drin gesteckt hat am Ende von HR. Mit Sau. Die missbraucht worden sind für diese Maschine. BTW, es gab auch irgendwann in diesem DLC-Teil mit diesem geheimen Untergrunddingens im Meer. Da waren die auch nochmal drin, als Versuchspersonen für irgendwas. Wir müssen annehmen, dass sie immer zuhören, uns immer verfolgen. Sie werden niemals aufhören. Wer? Die Illuminaten, oder? Bitte, Adam. Du musst etwas wiederbeschaffen. Fehlende Daten, alte Erinnerungen. Willst du uns helfen? Wer ist uns? Geheimniskrämerei? Was soll ich finden? Wer weiß, wer ich bin? Ich weiß, wer du warst. Sie weiß, dass wir dieselben Feinde haben. Wir wissen, dass dein Handeln uns das angetan hat. Was zum... Ich weiß, wer du warst, nicht bist. Sie weiß, dass wir dieselben Feinde haben. Wer ist sie? Wir wieder wissen, dass dein Handeln uns das angetan hat. Was angetan? Fuck, Mann. Was meinst du mit Erinnerung? Was soll ich finden? Wir sind nicht sicher, woraus die fehlenden Daten bestehen. Erinnerung. Helles, deine, ihre, unsere. 01011000. Ich habe keine Ahnung, ob das vermerkt wird. Das ist aber halt fies, das ist irgendwie so ein Binärcode jetzt. Scheiße, ich kenne mich damit nicht aus. Ah. Wozu die Geheimniskrämerei? Wovor hast du Angst? Wir haben Angst vor ihm. Sie hat Angst vor ihnen. Ich habe Angst davor, nicht mehr gültig zu sein. Also die ist jetzt einfach das Bewusstsein wahrscheinlich, wie bei dieser Maschine am Schluss. Da waren ja nicht mehr unbedingt die Menschen drin als solche, sondern einfach nur auch dieses Bewusstsein. Wir haben Angst, sie hat Angst. Mit sie könnte jetzt wieder eben so eine Art Maschine, in die diese Leute eben integriert sind. So wie eben Sao, die dann die Maschine übernommen hat da. Ich habe Angst davor, nicht mehr gültig zu sein. Es könnte auch eben unsere liebe Freundin von Pikes sein, aber die hat eigentlich anders mit uns kommuniziert. Du musst die fehlenden Daten wieder beschaffen und sie zu einem Teil von uns machen. Ja gut, ich nehme es erstmal an. Das Paket wurde an ein Touristenzentrum in deinem Gebiet geschickt. Wir nehmen wieder Kontakt auf, sobald es in Sicherheit ist. Bitte beeile dich. Mhm, okay. Adam, es ist nicht viel Zeit. Wirst du uns etwa nicht helfen? Missionsdetails. Ja. Sie vertraut nur dir unsere Wiederbeschaffung an. Bitte beeil dich, Adam, sie kommen. Boah, ist das fies, ey. Also das wirkt nicht wie eine Nebenquest, weil es eben nicht als Nebenquest angezeigt wird, sondern... Never mind. Helles Paket abholen. Das führt uns aber dann in die gleiche Region wie das mit Janos. Okay, wow. Kranker Scheiß. Das ist ein Binärcode. Ich weiß nicht, was man damit anfängt, wie man das liest. Bin da ehrlich gesagt Noob sondersgleichen. Aber geile Sache. Ist unheimlich geil gemacht gerade, die ganze Aktion. Ich freue mir da echt einen Keks. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.